Nein, ist das zu fassen, ey. Hettel macht ein Auf-Eating. Gibt's ja nicht. Doch, gibt's wohl. Es gibt ein Auf-Eating. Wir haben hier einen Chinesen, der ist da direkt hinter mir. Seht ihr da? Ja, neben dem roten Gebäude ist ein Chinese. Ein Chinese. Ich will, dass mein Kopf ganz drauf ist. So. Und der macht wunderbares Essen für ganz wenig Geld, für ganz kleines Geld. Ich habe jetzt hier, ich zeige es euch gleich, die 14, ich glaube für 3,20 oder für 2,80. Keine Ahnung, ich habe den Zettel nicht mehr. Und das sind chinesische Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse. Und das ist wunderbares Zeug. Das ist richtig guter Stoff. Dazu trinke ich ein Ginger Ale und freue mich des Lebens. Und nicht die Taiwaner haben es auf Eating erfunden, sondern ich. Ich muss das nochmal betonen. Weil bei Golem letzten Stand, die Taiwaner hätten das Social Eating erfunden. Das ist nicht so. Ich habe das Social Eating erfunden. Ich bin der Erfinder des Social Eatings. Ihr Hettlenauten, schreibt es überall drunter. So, ich muss noch mal über meine Beschneidung sprechen. Es geht nicht anders. Ich bin jetzt im 10. Tag und war heute das dritte Mal deswegen beim Arzt. Weil natürlich, wie soll es anders sein? Bei meinem Pimmel, Max, gab es natürlich Komplikationen, ist ja klar. Ich war gerade beim Doktor, der sagt, von 20 Operationen, die ihr macht, gibt es einen, wo es Wundheilungsstörung gibt. Und wenn jemand eine Arschkarte zieht, dann natürlich ich. Ist ja klar. Ich habe 2-3 offene Stellen an der Operationsnarbe, die einfach nicht zuheilen wollen, die mich nachts extrem belasten. Weil wenn Pimmelmännchen nachts aufsteht, dann dehnt sich die Wunde und bereitet mir wirklich heftige Schmerzen. Und sitzt da drin jemand? Nee, ne? Nö. Das wäre. Das heißt, ich habe die letzten 6-7 Nächte nicht richtig durchgeschlafen. Denn von den Schmerzen mache ich auf. Und das ist überhaupt nicht schön. Ja. Er meint, das wären es noch 1-2 Wochen, bis das verheilt ist. Und ich denke immer, das blutet, weil ich immer Blut in der Bandage habe. Aber er sagt, es ist kein Blut, sondern so Wundwasser. Was auch, wenn man eine Drainage hat. Wisst ihr, wenn du operiert seid und habt so eine Drainage, da läuft ja auch kein Blut raus. Das ist so. Das ist so Wundwasserzeug. Ey, voll die Arschkarte, weißt du? Ich kann nicht gescheit stehen. Ich kann nicht gescheit laufen. Ich kann nicht gescheit sitzen, weil diese Wunde so weh tut. Ja. Das ist nicht mehr feierlich. Und das ist jetzt nochmal eine Woche, 14 Tage. Bis der Scheiß dann. Ich trinke übrigens Lift, Flirt, Ginger Ale. Ich stehe voll, ich fahre voll auf Ginger Ale ab. Danke. So, ja, weiter mit dem Social Eating. Mein Auf-Eating. Das schmeckt übrigens sehr gut für den Preis. Und das ist reichlich Zeug. Immer ganz witzig, wenn jemand vorbeiläuft und denkt, hä, was macht denn der Spaß da? Ich werde doch öfter schon mal gefragt, was machst du denn da?
Ah, oh, das ist YouTube. Haben YouTube-Kanal. Ey, echt geil. Über was sprichst du denn gerade? Über meine Beschneidung. Echt jetzt öffentlich? Ja, klar. Sie haben beim Pipi Maxi Vorort weggeschnitten. Ich habe jetzt schon 3 Auftritte abgesagt, weil ich nicht lange stehen kann. Ich kann nicht lange laufen. Aber den vom Samstag jetzt, den ziehe ich durch. Weil wir wollen im August in Urlaub gehen und ich brauche das Geld für den Urlaub. Will ja auch ein bisschen was ausgeben können. Weil nur rumsitzen kann ich ja zu Hause. Ja. Das schmeckt so lecker. Übrigens, der den Bockwang hier gegründet hat, oder die sogar, die heißt Hayen, ist in Niederstetten meine Nachbarin. Die hat den Bock da hinten gegründet und dann für gutes Geld verkauft. Weil der läuft wie geschnitten Brot. Was natürlich auch an den Preisen liegt. Ja, die Preise sind sensationell. Das war jetzt hier eine kleine Portion und du bist so pappsatt. No? Mal was trinken. Ey! Ey! Der Hedley. Ja, im Moment hänge ich so ein bisschen am Drachenlord. Weil mich sein Hater-Phänomen total beeindruckt. Dagegen sind meine Hater ja richtig harmlos, wobei ich alle, die mich in meinem Kanal haten, sofort lösche. Und blockiere sofort. Weil, ganz ehrlich, auch wenn man sagt, es macht einem nichts aus. Wenn man so derbe gehärtet wird wie der, wo unter jedem Video steht, er soll sich umbringen, wo Leute sich die. Hey, die Mühe machen, extra Kanäle zu erstellen, nur um ihn fertig zu machen. Da kann man nicht erzählen, dass ihm das nichts ausmacht. Ich weiß nicht, wie lange es den schon gibt. Ich bin ja erst seit 3 Wochen dabei. So. War keine Serviette dabei. Wie mache ich mich jetzt sauber? Ha, so 4. Wir sind ja unter uns, ne? Ah, sehr lecker. So, endlich mal wieder ein Auf-Eating. Das Warten hat ein Ende. Jetzt nehme ich den Abfall mit und tue es in den nächsten Mülleimer. Weil ich der Hedley bin.